So jetzt. Gut, dann weiß ich jetzt noch, glaube ich, wenigstens was. Was ist das? Oh mein Gott! Hör auf! Hä? Was machst du da? Ich... Ach, so entschieden. Gut ausgemacht hier. War das knapp, ey. Einbruch 4. Isolierungsstörung registriert. Warte mal, wo? Überall. So. Komm, wenn es langsam ist. Das geht. Nein. Helft sie mir! Ja, toll. Mal irgendwo die Deko kammern. Markus? Ja, ja. Wenn hier 50.000 Gegner rum sind, ist das gerade schlecht. So, haben wir es dann jetzt, hoffentlich. Hey, Commander. Bist du da? Wenn es um die Cryokisten geht, dann vergiss es. Cryokisten? Das sind Särge, Deeds. Die frieren unten auf dem Planeten Soldaten ein und lagern sie in unserem Frachtraum. Was soll das? Du weißt, ich darf nicht drüber reden. Valerie, du schuldest mir was. Schon vergessen? Hey, ich weiß auch nicht viel mehr als du. Diese Ausgrabungsteams schicken sie in dieses gottverlassene Loch und... Naja, wenn sie zurückkommen, dann... Dann stimmt da was nicht. Verstau sie einfach irgendwie, okay? Mahat sitzt mir übel im Nacken. Okay. Aber das wird nicht gut enden. Denk an meine Worte. Das nächste macht da vorne raus. So, kannst du mir jetzt mal erklären, wie das Sucherwort funktioniert? Du nimmst ihn in die Hand und drückst Rechtsklick, dann siehst du so ein kleines Radar, das hier anzeigt, wo eine größere Ressourcenansammlung entdeckt wird. Die ist anscheinend da gerade im Shuttle drin. Wenn du dann da bist und das entsprechend blinkt, dann drückst du Linksklick und setzt ihn ab und dann sammelt der und sammelt und irgendwann kriegst du eine Meldung, dass er fertig ist und an der nächsten Bank steht. Okay, und woher weiß ich, wo diese Ressourcenansammlung ist? Durch besagtes Radar. Wenn das Ding mit sind das die Pfeile oder was? Nee, das sind die Wellen. Ja, aber die Wellen, wenn du nach oben schaust, dann gehen sie auch nach oben. Die gehen überall hin, wo du gerade hinschaust. Ja, nee, momentan gehen die Wellen ja hier raus. Da auf das Shuttle zu. Ja, wenn du da hinschaust, ja. Nee. So. Die Pfeile gehen überall hin, wo du hinschaust, die Wellen nicht. Die Wellen gehen in eine bestimmte Richtung. Die Wellen gehen, andersrum, die Pfeile gehen immer nach oben. Die Wellen gehen jetzt zum Fenster, wie du siehst. Und durchs Fenster durch, weiterhin. Ich glaube, jetzt verstehe ich's.
Ich habe das immer gedacht, dass der Mittelpunkt des Radars ich bin. Hä? Und das Dreieck, was man da sieht, dass das mein Sichtfeld ist. Aber dabei ist das kein Sichtfeld. Ah, okay. Verstanden. Hey, Commander. Bist du da? Mach deine Gewohnheit. Wenn es um die Cryo-Kisten geht, dann vergiss es. Wo geht's lang? Unten wahrscheinlich. Die frieren unten auf dem Planeten Soldaten ein und lagern sie in unserem Frachtraum. Was soll das? Du weißt, ich darf nicht drüber reden. Valerie, du schuldest mir was. Schon vergessen? Hey, ich weiß auch nicht viel mehr als du. Diese Ausgrabungsteams schicken sie in dieses gottverlassene Loch und... Naja. Opa. Das wollte ich nicht. Ach, toll. Okay. Aber das wird nicht gut enden. Denk an meine Worte. Ja, dann lege ich meinen Arm aus. Ja, ich mache das nicht viel Sinn, weil hier keine Ressourcen sind. Bei mir schon. Ich habe ihn gerade auch nicht. Ich habe gerade eben auch nicht drauf geachtet. Huch. Jetzt hast du es wieder kaputt gemacht. Offenbar. Au. Ah, ich hab Schaden bekommen. Wir müssen auf die Knie nachgeben. Gut, wo sind wir hier? Keine Ahnung. Herr Edwards, könntest du zu Cargo Ops kommen? Ich bräuchte bei den angelieferten Cryokisten mal deine Hilfe. Hey, Doug? Bist du da? Oh, leck mich, Sam! Mein Job war es, eure Ärsche hierher zu fliegen, nicht sie abzuwischen, sobald wir da sind. Du weißt aber schon, dass du ein fauler Sack bist, Tucker. Ich entstamme einer langen Linie von faulen Säcken, Sam. Lass dir von Sikowski bei deiner Monsterfarm helfen. Der kleine Arschkrieger wird alles tun, um den Commander zu beeindrucken. Diese Mission ist ein Gruppending, Tucker. Und irgendwann wirst auch du mal was fürs Team machen müssen. Irgendwann, Sam. Aber nicht heute. Nicht heute. Heute nicht. Episch, genau. Hey, denken Sie an Ihr Chinesemodul, wenn Ihnen die Munition ausgeht. Hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station festsaß. Was? Okay. Wer das hier sieht, sollte aufpassen. Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Sehen Sie. Ich habe diesen Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Okay. Feindliche Gliedmaßen zu packen und wegzuschleudern. Ja. Oh, ein Traum. Ein Traum. Action. Last Action. Scheiße. Wo? Keine Ahnung. Ne, wir müssen da nicht rein. Einfach mal weitergehen. Wird schon. Ist schon klein. Diese Musik war viel zu episch für diese Situation. Der hat keine Klingen, schade. Oh. Frachträume. Ich liebe sie in jedem Spiel. Was? Wo? Wir sind hier im Frachtraum. Und der ist immer noch so episch wie der in System Shock. Ich hab Tagträume verstanden. Ich komme von Frachtraum auf Tagtraum. Das muss man jetzt mal erklären. Das klingt ähnlich.
Au. Also so dumpf rede ich am Rohr auch wieder nicht. Oh. Ja, genau, reißt die Arme aus. Scheiße! Die regeneriert sich! Wie willst du es dann umbringen? Werde ich nicht! Nein, höchst viel. Friss. Komm, lauf halt. Ja, komm. Was ist das denn? Ich hab keinen Spaß. Warte, gleich drauf treten. Was geht mit dem ab? Ah, Moment, nee. Ich muss das einfach noch vorbeilaufen. So. Simplerweise. Verdammt, ich hab keine Munition mehr. Dann musst du jetzt Klingen nehmen. Keine Ahnung, wo du schon wieder hin musst. Oh, du blockierst die Leiter, Digga. Ja, ja, du blockierst. Nee, du blockierst, du stehst auf der Leiter drauf. Du blockierst, hier steht Leiter. Ja, tut mir leid, aber ich kann gerade nicht weg, weil ich im Sterben liege. Ja, lass mal. Tschö. Hä? Gut. Ja, jetzt ist eh schon sinnlos, ich hätte dich da nicht mehr rausgebracht. Der Riesenfettsack war bei dir. War er nicht verlangsamt? Ja, das halt 5 Sekunden. Ein bisschen was länger. Es lädt lange. Ja. Lädt es noch oder hängt es schon? Keine Ahnung. Okay, jetzt dauert's echt lange. Ach ja. Man kommt auch nicht raus, also höchst seltsam. Tja, dann machen wir wohl Schluss für heute, wie es aussieht, wenn sie aufgegangen hat. Schätze ich mal, ja. Also bis nächstes Mal. Servus.